Jetzt im Fliegermagazin-Podcast. Der Mann, der sich einen eigenen Flugplatz gebaut hat. Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast. Dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins. Und mehr über unser Heft erfahrt ihr unter www.fliegermagazin.de/Heft. In dieser Folge 21 des Fliegermagazin-Podcasts haben wir Patrick Hagedorn zu Gast, der sich einen eigenen Flugplatz gebaut hat. Und wie man das macht und wie das geht, wird er uns gleich erzählen. Schön, dass du da bist, Patrick. Herzlich willkommen. Hallo Thomas, grüß dich. Ja, sag mal, du hast einen eigenen Flugplatz tatsächlich. Hinterm Haus oder wie ist das? Ja, das ist eine ganz, ganz bescheuerte Idee. Nein, es ist nicht hinterm Haus. Es sind tatsächlich 600 Meter, muss ich tatsächlich aus der Haustür raus. Ja, das ist ja nicht allzu weit. Und sag mal, ungefähr in welcher Gegend von Deutschland reden wir denn? Also ganz genau, für alle ICAO-Kartenleser sind wir genau westlich des EDR 135, Lager Hammelburg. Für alle anderen Geologen, das ist mein Dreieck, mein Viereck im schönen Spessart. Bei Gemünden, Würzburg wird man wahrscheinlich kennen, ist 30 Kilometer südlich, 40 Kilometer südlich von uns. So in der Gegend wohne ich. Und das ist ein UL-Platz, wenn ich es richtig weiß. Ein Sonderlandeplatz für Ultraleichtflieger, genau, richtig, ja. Das heißt, mit einer E-Klasse könnte man nicht hinkommen? Nein, nein, da langt mir die Bahn nicht. Das stand, wie gesagt, auch nie zur Debatte. Aber die Prozedur von einem Flugplatzzulassung ist im Prinzip dieselbe. Man hat halt nur ein anderes Reglement, das dann eben eingehalten werden muss. Oder andere Vorgaben, die man eben von der Größe des Platzes her einhalten muss. Wie lang ist er denn? 350 Meter Pistenlänge, Graspiste und 20 Meter Bahnbreite. Ja, nun, die interessante Frage ist natürlich, wann hast du angefangen damit und wie bist du auf die Idee gekommen? Also ich bin seit 11 Jahren Modellflieger, also mit dem 11. Lebensjahr, 11 Jahren, ja. Also mit dem 11. Lebensjahr Modellflieger geworden, durch den Vater infiziert und dann im Prinzip alles, was so irgendwie kreucht und fleucht, was an der Fernbedienung zu knüppeln ist, geflogen. Und 2012 wurde ich dann tatsächlich mal zu dem Dreieckflug eingeladen, also zum Ultraleichtdreieck. Und es war ein lauer Sommerabend, so wie man das genau im Prinzip so ein Bilderbuch-Ding, was man da macht. Und das musste es einfach sein. Also das war es dann einfach. Ich musste dann Trike fliegen. Und so hat die ganze Geschichte dann angefangen. Ja. Und fliegst du heute noch Trike oder bist du inzwischen bei Dreiachs gesteuert und so? Ich bin mittlerweile Dreiachs gesteuert. Allerdings habe ich noch einen Trike-Schein. Und wenn ich Zeit habe und die Zeit finde dazu, der Dreiachser geht leider vor, weil er halt doch bequemer ist und weniger zeitintensiv ist und man schneller von A nach B kommt. Aber das Dreieck draußen sitzen beim Fliegen ist einfach stark. Und deswegen gehört es auch dazu. Klar, ja. Und hast du einen eigenen Dreiachser? Ich habe einen eigenen Dreiachser, ja. Genau. Was ist das für einer? Und der steht dann an dem Platz? Ja, also wir haben mittlerweile Hangars auch gebaut und ich habe einen Vagabunden mittlerweile. Das ist ein Doppeldecker. Also ich habe mir jetzt kurz nach dem Flugplatz noch durch einen Zufall einen Traum verwirklichen können zum eigenen Doppeldecker. Cool. Aber komme eigentlich von der C-42. Also ich hatte eine C-42 jetzt jahrelang und habe mich da gesteigert und vom Dreieck zur C-42 und jetzt zum Doppeldecker. Wie kommt man auf die Idee, einen eigenen Flugplatz zu gründen, zu bauen? Ja, ich hatte damals eine Zwickmühle. Ich habe also war infiziert, ich wollte Dreieck fliegen und habe dann in Wertheim eine Dreieckflugschule gefunden und habe dann auch das Schulen angefangen. Und für mich war einfach diese weite Fahrstrecke auch so dann, wenn man zum Ende des Scheins hinkommt und man dann doch schon so kurz vorm Freiflug ist oder schon frei geflogen ist und der Fluglehrer dann immer noch den Finger drauf hat und sagt, nee, wir fliegen jetzt nicht, weil da eine Wolke sein könnte oder der Wind doch ein bisschen quer kommt. Und man ist da vielleicht auch nicht so einsichtig, ne? Als Flugschüler ist es vielleicht ganz gut, wenn man da gebremst wird. Aber ich habe das einfach damals so als Startschuss genommen, mich mal bei regionalen, also was heißt regionalen, die 5, 6, 8 Kilometer entfernten Flugplätze zu erkundigen. Wie schaut denn das aus? Kann ich bei euch fliegen? Und da wurde ich dann doch nicht so mit offenen Armen empfangen. Ach was, echt? Ja, meine Geschichte ist einfach so, ich habe an Segelflugplätzen angefragt und wurde eigentlich nicht gewollt. Das ist mal ganz salopp gesagt. Da wurden Dinge gesagt wie, so einen fliegenden Gartenstuhl brauchen wir nicht.
Die schlimmste Argumentation fand ich eigentlich die Aussage, das ist nicht gut, wenn du hier mit einem Dreieck fliegst, weil dann könnten ja die Segelflugschüler auf den Trichter kommen, quasi mit ganz wenig Geld dann irgendwie doch UL-Schein zu machen und hätten dann keine Intuition mehr, Segelflug weiter zu betreiben. Schade. Wirklich schade, so im Nachgang war aber für mich der Startschuss zu sagen, okay, du hast zwei Möglichkeiten, du beerdigst das Ding jetzt hier oder du findest eine Möglichkeit, wie du Dreieck fliegen kannst. Und das im Prinzip mit kurzer Fahrstrecke. Und so ist dieses, ich sag's heute ganz salopp, Schnapsidee eigentlich geboren. Und somit fing diese ganze Geschichte auch an, einfach aus dem Willen weiter fliegen zu wollen. Und ja. Und wann war das? Das ist, wie gesagt, 2013. Ich hatte meinen Dreieckschein und wenn es die Zeit zugelassen hat, war ich auch am Platz, bin geflogen. War aber gehindert, wie gesagt, durch diese 40 Kilometer, was wahrscheinlich für andere ganz kleine Strecken sind zum Flugplatz, was ich mittlerweile gehört habe, dass da Leute noch viel weiter fahren. Aber für mich war das einfach, weiß ich nicht. Es war auch, leider ist es so, dass dieser Flugplatz, wo das Dreieck dann da stand, für mich ohne Webcams einzusehen war. Das heißt, ich wusste nie, wie das Wetter am Platz ist. Es waren so manche Dinge einfach nicht gegeben, so Features, die vielleicht andere Plätze haben. Und daher bin ich sehr, sehr oft die 40 Kilometer für umsonst gefahren. Und das war dann auch ärgerlich einfach. Na klar. Aber du warst allein in dem Plan, jetzt deine eigene Bahn zu machen? Oder wart ihr eine Gruppe von Leuten? Wir waren dann zu dritt, am Anfang zu dritt, weil wir kommen im Prinzip aus der gleichen UL-Schule und wohnen hier alle so ein bisschen ums Eck rum quasi. Und für uns war das einfach nicht möglich, Dreieck zu fliegen, jetzt so mal ganz salopp zu sagen. Ja. Und wie fängt man das an? Ich meine, gehörte dir da Land oder musstest du jetzt einen Eigner suchen, dem du was pachten konntest oder wie geht das? Also grundsätzlich habe ich erst einmal meinen Verband eingeschaltet, das war der DULF in dem Moment. Und habe dann erstmal so einen 8-Seiter ist das, glaube ich. Den kann man auch auf der Homepage einsehen. Das sind 8 Seiten, wo drin steht, was so ein Flugplatz für ULs dann braucht. Da steht zum Beispiel drin, er braucht nur 150 Meter Bahnpiste und 10 Meter Bahnbreite. Also quasi so ein landbares Handtuch. Ich finde das sehr, sehr schwierig persönlich, weil das ganze Konzept, was da in diesen 8 Seiten steht, ist dann sehr weit weg von dem, was das Luftamt dann fordert. Also das ist eine ganz andere Hausnummer, was dann das Luftamt wirklich sagt. Aber im Prinzip war das erstmal angefangen mit diesem, ja, lesen Sie sich mal das durch und wenn Sie da was haben, was dann da passt, dann braucht man ein Gutachten vom Verband. Das geht natürlich auch beim DAEC, aber das, wie gesagt, ich habe es jetzt beim DULF gemacht. Und dann habe ich mich mal auf die Suche begeben. Dann wollte ich erst mit dem hier ortsansässigen Modellflugplatz kooperieren, weil die hätten ein Gelände gehabt und das wäre gar nicht so abschüssiger gewesen, wenn man das irgendwie zusammenwirft. Und das wurde leider nicht gewollt dann zum Schluss. Wie gesagt, denen ihren Platz, können sie machen, was sie wollen damit. Und dann habe ich doch nach langem Suchen einen Platz gefunden, der verpachtet war an einen Landwirt und der quasi diese Bonität, nennt man das sind also diese Bodenfruchtbarkeitswerte, nicht wirklich gut sind. Also es ist ein lehmhaltiger Boden mit vielen Steinen und der hatte da quasi eine Sudangras, schimpft sich das. Das ist eine Grassorte drauf, die in eine Biogasanlage geht, also kein tolles Produkt. Und der hat dann tatsächlich Land an mich abgetreten, sehr teuer verpachtet. Kann man darüber reden, was das kostet? Also ich meine, was kostet sowas? 1.000 Euro. Im Jahr, im Monat? Im oder? Jahr, ja, im ja, Jahr. Im ja. Jahr. Also 1.000 Euro, das war also die Bahnlänge. Das sind insgesamt mit den Sicherheitsstreifen 390 Meter, ich glaube mal 50 Meter Breite. Also das ist jetzt nicht, das war im Prinzip ein langes Handtuch zum Landen. Ja. Und das Sudangras nebenan gibt es immer noch? Das stand dann die ganze Zeit lang nebenan und wurde dann auch weiterhin bewirtschaftet, die Fläche nebendran. Und ich hatte quasi eine Grasspur dazwischen drin. Dann wurde quasi so ein kleines L draus gemacht, dass dann noch eine Halle stehen konnte, wo dann das Dreieck rein konnte. Wobei man ja für so eine Halle dann wieder eine extra Baugenehmigung braucht und so weiter. Richtig, ne? Richtig. Aber genau. Kommen wir erstmal zur Bahn. Jetzt machen wir aus der Bahn aus dem Handtuch einen Flugplatz. Machen wir einen Flugplatz, ja. Genau. Also gut, jetzt hattest du ein Grundstück. Und dann? Ja, dann kommt, wie gesagt, der Gutachter vom DULF und der schaut sich das alles an. Dann wird dann auch geologisch vermessen. Also es braucht das Katasteramt dann dazu, das Vermessungsamt. Da werden ein paar Geopunkte gesetzt.
Höhen eingemessen und so weiter und so fort. Das ist nicht ganz günstig, das muss man hier schon mal sagen. Wollte ich gerade sagen, das kostet auch sicher Geld, oder? Ja, also so eine Katastervermessung, so 800 Euro, glaube ich, so hat es gekostet. Ja. Und dann hat man quasi einmal das Gelände abgescannt, nenne ich es jetzt einfach mal so. Werden da schon die Hindernisse berücksichtigt, die drumherum sind? Also wenn du da eine Waldkante hast oder sonst irgendwas? Das macht jetzt das Katasteramt nicht, sondern der Gutachter vom DULF. Der macht das dann schon. Mhm. Ja. Diesen Sicherheitsbereich 1:2 in der Querneigung quasi und die 1:12 im An- und Abflugbereich. Also das heißt, um das zu verdeutlichen, die Schwelle zum Abflug darf ein Hindernis dann quasi in 12 Metern ab der Schwelle 1 Meter erst hoch sein. Und wenn ich jetzt einen Baum habe quasi von 25 Meter, kann man sich dann ausrechnen, wie weit der von der Schwelle dann entfernt sein muss. Ja, verstehe. Und hattest du da irgendwas in der Umgebung? Ja, ich habe im westlichen Abflugbereich habe ich Bäume stehen. Und da brauche ich dann wieder einen Förster. Der Förster musste mir genau vermessen, wie hoch dieser Baum ist. Dann gibt es quasi einen rechnerischen Punkt, wo die Schwelle sitzen darf. Und dieser Punkt wurde dann tatsächlich Richtung Ost jetzt versetzt. Also meine Schwelle ist nicht gleich Geländeanfang, nennen wir es mal so, Grundstücksanfang. Mhm. Ja. Wurde tatsächlich nach hinten versetzt, ja. Und was ist, wenn die Bäume einen Meter wachsen? Da bin ich jetzt als Flugzeugflugplatzbetreiber selber in der Verpflichtung, dass ich eben das nachmesse. Und wenn sie in meinen Bereich reinwachsen würden, muss ich sie schneiden lassen auf meine Kosten. Ja. Ah ja, okay. Und der Förster, der nimmt dann auch noch wieder Geld für sowas und so weiter? Also zahlst du da an jeden und alles oder wie geht das? Das Gott sei Dank jetzt nicht. Also man muss jetzt sagen, ich komme aus einer 1000-Seelen-Gemeinde, ich kenne den Förster persönlich und kein Problem. Das war jetzt kein Problem. Der kriegt also Bier auf Lebenszeit von dir und das ist es. Ja, und verstehe. Einen Rundflug, genau. Ja, klar. Ja, logisch. Wie geht's dann weiter? Also dann hast du also dieses Gutachten vom DULF. Dann gehst du ja vermutlich zum Luftamt und das ist das für dich Zuständige. Das heißt also, man muss schon sagen, dadurch, dass das in Deutschland föderal geregelt ist, da wird vermutlich jeder, der jetzt sowas Ähnliches versucht, ein bisschen anders behandelt. Genau. Also ich habe das Luftamt Nordbayern war bei mir eben zuständig. In Nürnberg sitzen die. Und es gibt also auch zwei Paragraphen, nach denen Flugplätze zugelassen werden. Das ist der Paragraph 25 Luftverkehrsgesetz und Paragraph 6 Luftverkehrsgesetz. Und nachdem wir damals zu dritt waren und quasi die kleinstmögliche Variante und die kostengünstigste wählen wollten, war das dieser Paragraph 25. Das kann man quasi so gleichsetzen mit dem Privatflugplatz. Also das heißt, eine gewisse Anzahl an Piloten mit einer gewissen Anzahl von Maschinen darf eine gewisse Anzahl von Starts im Jahr durchführen auf dieser Piste. Und da ist genau festgelegt, die Piloten sind Meyer, Müller, Schulze und Richtig. Die Flugzeuge sind Delta, Mike irgendwas und Delta, Mike noch was. Genau. Jawohl, genau. Also es wurden da zu dem Zeitpunkt 4 Piloten konnte ich eintragen lassen und 4 Maschinen. Und das ist Paragraph 25. 25, okay. Genau. Das ist der einfachere sozusagen. Das ist der einfachere, ja, genau. Und da ist auch, das ist ein vereinfachtes Verfahren. Das heißt, da werden dann, jetzt wird es dann gleich in Fachjargon, da werden dann auch nicht die Beteiligten des öffentlichen Rechtes angefragt. Die brauche ich dann für den großen, die größere Zulassung nach Paragraph 6. Das sind dann so Geschichten wie, das ist dann die Bundeswehr, das ist das Wasserwirtschaftsamt, das ist die Polizei, das ist die FIS, das ist was weiß ich wer. Also das sind, glaube ich, 28 oder 32 Stellen, die dann quasi gefragt werden vom Luftamt, Mensch, habt ihr was dagegen, wenn wir hier einen Sonderlandeplatz nach Paragraph 6 machen? Und Paragraph 6 heißt, ich könnte auch kommen? Ja. Paragraph 6 ist jetzt der, der quasi auch in der ICAO-Karte verzeichnet ist und dann eine Frequenz hat, also auch eine Bodenfunkstelle braucht und so weiter und so fort. Der normale Sonderlandeplatz, wie man das kennt. Ja. Und du hast aber jetzt mit dem Paragraph 25 angefangen. Richtig, wir haben das angefangen und dann war auch eine große Halle geplant in dieser Planungsphase von 30 mal 12 Metern. Und da ging es dann tatsächlich so, das kann man einfach so sagen, es ging dann ums Geld, weil irgendwann waren meine finanziellen Möglichkeiten einfach am Ende. Und ich dann einfach zu meinen zwei Kollegen sagen musste, wie schaut's aus? Ich bräuchte mal ein bisschen Kohle, wir schmeißen mal was in den Ring. Ja, und dann war ich alleine. Okay. Und dann war ich alleine, ja, genau. Und so wurde die Halle dann gecancelt. Es war ja dann schon Pacht bezahlt. Dann sind schon mal ein Walzen über das Gelände gefahren, weil aus einem Acker eine Wiese zu machen, ist auch nicht so ganz einfach.
Es muss ja planiert werden. Man muss eine Verdichtung nachweisen. Das muss man sogar nachweisen. Also, dass man sie machen muss, leuchtet mir sofort ein, aber man muss sie auch nachweisen. Ich muss sie nachweisen. Das ist im Prinzip im Gutachten vom DULF dann auch festgehalten, dass ich eben diese Tonnage quasi von Flugzeugen hier auch handeln kann. Ja. Und ja. Ja, und dann war ich wieder bei Null quasi. Da war es dann welches Jahr? Also wie viel Zeit war da jetzt schon ins Land gegangen? Wir sind jetzt 2013. Ja. 2013, 14 dürfte man sowas um den Dreh sein. Ja. Da muss ich aber sagen, dass ich da dann jemanden kennengelernt habe aus dem Ort, der quasi als Fußgänger kam und hat gesagt, Mensch, ich will auch fliegen und ich unterstütze dich da. Ich habe zwar keine finanziellen Mittel wie Grösos, aber wenn du mich brauchst, bin ich da. Und das war einfach Gold wert. Das muss ich einfach sagen. Wir haben in einem Alleingang eine kleine Schnellbauhalle dann gebaut, wo dann das Strike dann drin stand und also wirklich aus dem Boden gestampft. Mit ganz kleinen, billigen Mitteln, sage ich jetzt mal so. Und so war dieser Paragraph 25 Platz dann auf einmal da. Und wir hatten einen Strike da, waren zu zweit und konnten quasi das alles auch finanziell handeln. Das war ja auch immer ganz wichtig, dass das finanziell handelbar wird. Ja. Und da war eine Schnellbauhalle. Braucht man dafür dann eine Baugenehmigung oder geht das dann? Ja. Also da habt ihr dann schon für die ein oder andere Genehmigung und Gutachten und so weiter, da muss man schon eine ganze Menge Geld hinlegen dann. Ja, also ich weiß nicht, habt ihr es zusammengerechnet? Also ich habe, meiner Frau zuliebe, habe ich es nie zusammengerechnet. Der macht ja auch keinen Spaß. Also. Nein, es macht keinen Spaß. Also ich meine, es ist eine saudumme Idee, einen Flugplatz zu machen. Das muss man einfach mal sagen. Aber wir sind immer noch im, weiß ich nicht, vierstelligen Bereich oder so. Ja, also die Schnellbauhalle, die war gebraucht, das kann man ruhig sagen, dass diese 5.000 Euro war die Halle. Okay, dann. Ne? Das war recht günstig, sage ich jetzt mal so, für was die dann, was auch da steht. Im Alleingang gebaut, das Fundament waren Erdnägel im Prinzip. Aber es ist so richtig, wir sind ja quasi außerhalb der Ortschaft und dafür brauche ich eine Baugenehmigung nach dem bayerischen Baurecht, quasi bauen außerhalb der Ortsgrenzen und da darf man eigentlich nicht bauen. Also das ist, man darf eigentlich nichts draußen bauen, außer man wäre Landwirt. Und das wurde dann, wie gesagt, als Sonderbau genehmigt, weil ein Flugplatz ja in der Ortschaft wenig Sinn macht. Deswegen wurde das dann genehmigt, dass das im Außenbereich, aber halt eben nur eine ganz kleine Halle. Nun sagtest du eben, dass du so Leute wie die Bundeswehr oder so nicht einbeziehen musstest bei diesem Paragraph 25 Flugplatz. Aber wie ist denn das mit der Ortschaft, mit der Gemeinde? Die ist ja nicht so richtig weit weg. Muss die auch bei einem 25er Flugplatz dann einbezogen werden? Ja. Also definitiv. Das ist, wir sind hier eine 1000-Seelen-Gemeinde in zwei Ortsteilen aufgeteilt. In diesem Gemeinderat musste ich öfters vorsprechen, auch richtig, also detailliert, was ist ein UL, wer fliegt dort oben, was wird da gebaut, kommt der A380, kommt er nicht. Wir lachen drüber. Ist doch klar. Ja, genau. Also es ist, wir lachen drüber, aber ich habe es am Anfang auch nicht verstanden, weil ich sage, du gehst da in die Gemeinderatssitzung und dann erzählst du denen, ich will da ein bisschen fliegen. Nee, da haben wirklich ganz andere Leute, die ganz andere Ängste haben. Fragen dich dann so Sachen, die für dich eigentlich total klar sind, was du da oben machen willst und was nicht. Aber es sind mehrere Sitzungen gewesen, wo ich das quasi immer wieder spiegeln musste, was ich da vorhabe. Und du hast sie aber offenbar überzeugen können. Ich hatte am Anfang einen Bürgermeister, der ist leider mittlerweile verstorben, der hat auf Biegen und Brechen wollte der einen Flugplatz. Also tatsächlich? Das ist cool. Das muss man wirklich so sagen. Der fand die Idee klasse. Das hat mir einfach auch in die Karten gespielt, muss ich einfach klarerweise sagen, auf der ortspolitischen Ebene. Und es war dann wirklich so, wie dieser Paragraph 25 Platz dann zugelassen war ein Jahr später von einem örtlichen Radiosender eine große Festivität in der Ortschaft, wo dann ein Kamerateam geflogen wurde und so weiter und so fort. Da gab es halt natürlich mega geile Aufnahmen, die wir dann einfach präsentieren konnten dadurch. Das war halt eine Win-Win-Situation für alle da und ja. Das hat es halt natürlich schon leicht gemacht, das Ganze. Na klar, ja. Und wenn du jetzt sagst, 2013 hast du die Schnapse-Idee gehabt. Wann war dann der erste Flug auf dem Paragraph 25 Platz? Ja, das am Anfang ist 2014, Mitte 2014. Doch so schnell, wow. Ja,
Ja. Also ein Jahr, im Grunde ein Jahr später oder sowas. Also der Paragraph 25 Platz war 6 Monate, ist der durchgerannt quasi, die Zulassung. Das waren 6 Monate, kein Problem. Das war und gab es da nicht besorgte Bürger, die gesagt haben, ah, das ist bestimmt ganz laut und was weiß ich nicht. Also die hast du alle im Gemeinderat überzeugt? Also das war schon ein Thema, immer. Immer ist Lautstärke ein Thema und das hat kommt ja auch quasi in der Geschichte später nochmal als richtiger Hammerschlag. Aber am Anfang war es halt einfach so, dass du kannst halt ausrechnen. Du hast 4 Flugzeuge, wir haben ungefähr 200 fliegbare Tage im Jahr. Davon können wir nur 100 nutzen, weil wir ja arbeiten oder was auch immer oder Flieger geht nicht. Oder, ne? Und wie viel Starts machen wir dann wirklich? 2 am Tag, dann kann man sich das hochrechnen. Wie lange dauert ein Start? Also das habe ich schon sehr detailliert aufgerechnet. Wie lang wird es tatsächlich laut an dem Platz? Ne? Was ist eine Platzrunde? Wo fliegen wir überhaupt? Und es natürlich, was ist ein UL, wie laut ist ein UL? Das waren alles Fragen, die da gekommen sind und das musste ich eben alles detailliert auflegen und da kam auch nie eine Beschwerde in dieser Zeit. Definitiv. Ja, super. War toll. Ja. War auch natürlich für uns ganz hart, sich da dran zu halten, an Platzrunde und, über Ortschaften nicht fliegen und so. Das ist ganz hart, ja. Ja, klar. Jetzt seid ihr also angefangen zu fliegen, Mitte 2014. Ging es ja aber noch ein bisschen weiter mit deiner Geschichte. Genau, ich habe dann 2015, Anfang 2015 hatte ich dann so einen persönlichen Einschnitt. Dann das trifft den Flugplatz auch im Prinzip dann schon ganz hart, weil ich hatte dann eine Autoimmunkrankheit, die mich tatsächlich an Messers Schneide gebracht hat. Und das war dann nicht mehr so lustig. Das ging ein Jahr. Und da war es dann auch so, dass man einfach die Frage gestellt hat, lässt man das jetzt? Also auch wichtig, in Paragraph 25, Flugplatz ist immer nur 4 Jahre gültig. Danach erlischt er automatisch. Das ist auch natürlich leicht für eine Gemeinde, das zuzulassen. Mhm. Weil wenn sie jetzt einen Fehler in ihrer Entscheidung gemacht hat, dann wartet sie einfach 4 Jahre ab, dann ist das Ding erledigt. Weil es nicht mehr weiter verlängert. Und ja, und dann eben hatte ich diese Autoimmunkrankheit und da war dann schon wirklich so die Geschichte, lässt du das, weil du das körperlich gar nicht schaffst. Aber ich muss dann tatsächlich sagen, das Fliegen, und klar die Familie und so, aber das Fliegen war für mich auch ein Anker, wieder weiterzumachen und somit musste der Flugplatz weitergehen. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Und danach, also wir sind jetzt, ich habe jetzt ein Jahr verloren, das sind wir Anfang 2016 sowas um den Dreh, da kam dann die Idee, man könnte ja mal einen Flugplatz festmachen. Ist auch so eine blöde Idee. Ja. Nochmal wieder Schnapsidee. Nochmal blöde Idee. Ja, weil mir ging es ja gar darum, dass man irgendwas einnimmt. Also definitiv hatte ich noch nie finanzielle Absicht mit einem Fluggelände, weil das kann man in der UL-Klasse erstens nicht machen. Zweitens ist es ein Hobby. Und dann war einfach die Idee, man macht so ein Fly-In. Also so wie ich das jetzt überall kenne, du fliegst jetzt so ein Fly-In irgendwie hin und das müsste doch bei uns auch möglich sein. Ja. Und mit meinem Sachbearbeiter habe ich das dann auch besprochen vom Luftamt und er sagt dann, ja, okay, dann normal dürft ihr 4 Maschinen fliegen und er erweitert das um 10 weitere. Und nachdem wir dann eine kurze Facebook-Veranstaltung gepostet hatten, hatte ich eine riesengroße Resonanz, wirklich riesengroße Resonanz, die alle kommen wollten und ich quasi selektieren musste, du darfst und du darfst nicht. Und da hat dann tatsächlich das Luftamt 3 Tage vor Veranstaltung einen Rückzieher gemacht. Ach. Und das war so ein bisschen gemein, weil 3 Tage davor hast du Getränke, du hast Essen, du hast alles. Ja klar, das ist sehr, sehr kurzfristig. Aber du darfst nicht fliegen. Also noch nicht mal mit den 24 oder 14 oder was das war, 14. Ja. Mit den 14, also es wurde dann so, dass dann sogenannte Slots eingerichtet werden. Also das heißt, früh und abends durften die dann an- und abfliegen. Aber wir durften quasi nicht fliegen, solange sich Leute auf dem Flugplatz, also keine Piloten an dem Flugplatz aufgehalten haben. Das ist natürlich ein Genickbruch für so eine Veranstaltung. Na klar. Das nützt dir nichts. So präsentierst du dein Hobby nicht. Nein, natürlich nicht. Wir haben es trotzdem durchgezogen. Es war ein Erfolg, definitiv, muss ich so sagen. Wir hatten 600 Leute so im Laufe von 2 Tagen da. Hauptsächlich aus dem Ort dann, oder? Ja, wirklich, wirklich. Große Resonanz aus dem Ort. Und jeder hatte Verständnis dafür, dass das ist halt eine blöde Entscheidung vom Amt, aber es ist halt so auf die Art. Und so standen halt alle gegroundet da am Boden und früh sind sie gekommen und abends sind sie weggeflogen. Und
da kommt dann, da befasst man sich dann damit. Mensch, was ist denn hier der Unterschied? Was ist denn jetzt tatsächlich der Unterschied zwischen Paragraph 25, Paragraph 6? Was sind jetzt formell die Unterschiede? Was ist physikalisch am Platz der Unterschied? Weil mir ging das persönlich nicht in den Kopf rein, dass ich darf fliegen, es darf der Wanderer quasi am Gelände stehen bleiben, darf fotografieren. Aber sobald er sich quasi an so einem Fest auf eine Bierbank setzt, darf er das nicht mehr. Okay, mittlerweile bin ich schlauer habe auch viel gelesen zu dem Thema. Und dann stand für mich im Prinzip die Entscheidung fest, das muss ein Paragraph 6 Platz werden, weil sonst stirbt das Ding irgendwann. Definitiv, sonst stirbt der Flugplatz. Paragraph 6 heißt was? Also was darf ein Paragraph 6 Platz im Vergleich zum 25er? Also der Paragraph 6 Platz ist erstmal unbefristet. Das ist das ganz, ganz Wichtige. Der Paragraph 6 Platz geht jetzt dann an die ganzen Vertreter des öffentlichen Rechts oder öffentliche Belange, so heißen sie, glaube ich. Der Paragraph 6 Platz ist in der EKO-Karte. Der Paragraph 6 Platz hat eine PPR-Zulassung, dass man starten und landen darf, auch als Fremder, was ich ja als Paragraph 25 Platz nicht darf. Und somit hat er auch dann quasi die Möglichkeit eines Fly-Ins. Das ist das, was du wolltest, quasi, ja. Das ist eine Facette von dem, was ich wollte. Ne? Mir ging es natürlich auch immer darum, dass es alle 4 Jahre beim Gemeinderat aufsprechen. Das ist schon. Das ist ein bisschen Glückssache richtig, dann auch. Definitiv. Klar, ja. Mit wem du es gerade zu tun hast und wie es gerade so gelaufen ist und so weiter. Genau. Ja, und dann ging es dann eben los. Also dann habe ich mal im Luftamt angefragt, habe gesagt, Mensch, wie ist denn das mit Paragraph 6? Und dann hat der Sachbearbeiter gesagt, das wäre eine gute Idee, wenn sie das machen würden. Weil das Luftamt, zumindest Nordbayern, mag diesen Paragraph 25 auch nicht, weil er sich ja quasi vom Reglement ein bisschen abhebt. Also das heißt, man kann mit schmäleren Bahnen arbeiten, man kann mit kürzeren Bahnen arbeiten, man kann mit Hindernissen arbeiten, die ich beim Paragraph 6 dann auf einmal nicht mehr darf, weil ich dann einfach diese 1:12 oder 1:2 einfach strikt einhalten muss. Und deswegen ist, und da wird halt natürlich auch viel Verantwortung dem Flugplatzbetreiber übergeben, dass er eben dafür sorgt, dass die Bäume nicht so hoch sind, was ich beim Paragraph 25 eben nicht habe, weil rein theoretisch müsste alle 4 Jahre bei dieser Verlängerung dieser Zulassung alles überprüft werden. Und das glaube ich nicht, dass das Amt das durchzieht, also das Luftamt. Naja Gott, das ist halt auch für das Luftamt ja ein Risiko, weil dann sie womöglich gefragt haben, was habt ihr denn da gemacht? Ne? Warum habt ihr das gemacht? Ja klar, kann man verstehen. Genau, richtig. Okay. Und dann bist du losgezogen und hast gesagt, was muss ich denn machen? Genau, und dann war ich wieder beim DULF, hab dort angeklopft und sag, was muss ich denn da machen? Dann brauchen sie ein anderes Gutachten. Dann ist dieses Gutachten gemacht worden. Und jetzt hatte ich diese dumme Idee, dass das ja quasi so wie mit dem kleinen Zulassung, mit der Paragraph 25 Zulassung quasi so dahin plätschert, aber weit gefehlt. Wirklich weit gefehlt. Weil jetzt kommen die Träger der öffentlichen Belange und das ist eine andere Hausnummer. Definitiv, definitiv. Und da kann ich jedem, der hier zuhört, den Zahn ziehen, irgendwo eine Wiese mal schnell als Flugplatz zuzulassen, vergesst es. nee, wird nichts. Bevor wir darüber reden, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir stellen immer wieder fest, dass viele von euch diesen Podcast im Webbrowser hören, also sich direkt auf der Webseite www.fliegermagazin.de anhören. Und viel besser für euch und auch für uns, weil wir das letztlich dann besser zählen können, wäre, wenn ihr den Podcast abonniert. Dann könnt ihr ihn mit einer Software hören, die zum Beispiel auf eurem Smartphone läuft und die genau weiß, wann ihr, wo ihr aufgehört habt, wenn ihr mal eine Pause macht und wo es dann am nächsten Tag weitergehen soll. So ein Podcast-Abo ist für uns schön, weil wir dann Podcast-Abonnenten zählen können und für euch schön, weil es einfach angenehmer zu hören ist. Wenn ihr also Lust habt, auf unserer Website gibt es unter www.fliegermagazin.de/podcast ein paar Hinweise dazu. Es gibt Podcast-Player, die das ein bisschen angenehmer machen, finden wir, als es jetzt im Web zu hören. Auch wenn wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns überhaupt hört, egal wie. Dann sag doch mal, was war so fällig? Was war fällig? Also neben so anderen Geschichten, wie dass die Bahn mal wieder gewalzt werden musste und so weiter und so fort, kam dann die strikte Auflage vom Luftamt eben die Bahnbreite. Und zwar hatte ich zu dem Zeitpunkt als Paragraph 25 nur 15 Meter Bahnbreite. Das war eben Ermessen des Gutachters des DULF damals. Er hat gesagt, Mensch, die Flieger haben 10
Meter Spannweite, links und rechts 2,50 Meter, langt jedem und fertig. Und so wurde das dann quasi zugelassen. Jetzt hat das Luftamt dann gesagt, okay, jetzt willst du Paragraph 6, dann wollen wir 20 Meter Bahnbreite. Wir wollen 10 Meter Sicherheitsstreifen links und rechts. Das heißt, ich bin bei 50 Meter komplette Bahnbreite mit den Sicherheitsstreifen links und rechts. Und ja, das war dann so auf diesem Feld nicht mehr umzusetzen. Das war... Ach, warum? Ja, weil es dann zu schmal wurde einfach. Also ich musste dann an den Bauern und musste dann sagen, Mensch, ich bräuchte das, was du da anbaust, auch noch. Und das ist dann so eine Geschichte, die dann auch bei den Trägern des öffentlichen Belang wieder dann negativ reinspielen. Das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen, weil das ist ja jetzt Ackerland. In der Anfrage des Paragraph 6 dann wird dann in Bayern der Bauernverband und die untere Naturschutzbehörde befragt. Und die fragen dann solche Fragen, was war denn dieses Gelände vorher? Aha. Genau, und dann steht dann da einfach, es war fruchtbares Ackerland. Dass dieses Land einen Bonitätswert von 40 hat, nur mal um zu vergleichen, was das heißt. Ich wusste es auch nicht. Also es werden irgendwelche Bodenproben genommen und mir wurde mal gesagt, das hat 40. Eine fette Wiese, also eine Wiese, wo Kühe weiden und sowas, die muss 45 haben, um diesen Nährwert an Gras bereitzustellen. Und dieser Boden ist tatsächlich so schlecht und lehmig und steinhaltig, der hat nur 40. Aber es wurde halt als fruchtbares Ackerland hingestellt, klar, was ja. Mir natürlich total negativ ausgelegt wurde. Das definitiv, definitiv. Also ja, so fing es halt an. Und dann hat der Bauer dann auch mal, also der Landwirt dann gesagt, Mensch, dann will ich ja mehr Geld, wenn du mehr Platz brauchst. Und dann war ich dann natürlich auch an einem Punkt, wo ich sage, jetzt ist es dann finanziell dann nimmer so lustig. Also ich bin jetzt hier schon weit über einem normalen Beitrag in irgendeinem Verein, denke ich mir. Also wenn man das so umrechnet, bin ich wahrscheinlich bei 800, 900 Euro jährliche Kosten, nur um das Fluggelände aufrechtzuerhalten. Und ich bin noch keine Minute geflogen. Gab es denn da den anderen Piloten noch? Ja, es gibt definitiv. Also die gab es dann auch. Aber wie gesagt, es ist ja so, dass wir die Bahn walzen mussten, Pacht bezahlen, Ausbesserungsarbeiten. Ein Rasenmäher ist da, der will getankt werden. Das sind alles Kosten, die dann auf zwei Köpfe umzulegen, ist natürlich immer wieder teuer. Und natürlich auch die ganze Geschichte wie Gutachten, Zulassung, den, ne, das ist alles... War schon sehr, sehr teuer auf zwei Schultern, sage ich jetzt mal so. Natürlich, ja, klar. Ja, und dann ging es halt weiter. Also dann hat der Bauer dann, der Landwirt dann gesagt, okay, er will mich nicht ausnehmen, das muss ich ihm sehr hoch anrechnen. Geh doch mal an den Besitzer. Und von dem Besitzer habe ich dann das ganze Grundstück pachten können. Das war dann natürlich super klasse. Ich konnte es ansäen, ich konnte es walzen lassen. Also ich musste es vorbereiten. Dann ist wieder ein neues Gutachten drauf gemacht worden. Und dann hat das Luftamt gesagt, okay, jetzt habe ich alle Unterlagen zusammen. Und wir probieren, diese Geschichte durchzubringen ohne ein Lärmgutachten für das Gelände. Weil es gibt, das wusste ich auch nicht. Und das ist leider so, dass ich habe bis heute nichts gefunden, wo ich im Web so ein bisschen die Gesetze im kompletten Klartext einlesen kann. Also es gibt so Auszüge, die man wieder bekommt, aber es gibt wohl ein Reglement, das sagt, dass ich Fluggelände unter 5000 Flugbewegungen im Jahr keine Lärmschutzgutachten für das Gelände benötigen. Und das wusste halt dann das Luftamt und so haben die einfach gesagt, okay, das probieren wir so. Und das ging auch, sage ich mal, sehr, sehr weit im Prozess gut. Das ist dann so, also da wird dann unsere Naturschutzbehörde gefragt, der Landkreis wird gefragt, die umliegenden Städte werden befragt, Wassernaturschutz, der NABU, unendlich viele Stellen. Ja, natürlich auch die Bundeswehr, weil die da womöglich mal tief drüber fliegen möchte und. Ja, die war da so eine Schlüsselfigur noch. Dann kam dann irgendwann mal ein Anruf und aus Niederstetten von der Hubschrauberstaffel sind es, glaube ich, dort. Ja, sie haben ein Problem. Und zwar möchte ich da gerne einen Flugplatz machen, aber das ist ja bei ihnen in der Tiefflugschneise drin. Und wie wir uns denn einigen können. Und dann haben wir uns ganz offen drüber gesprochen und dann hat er gesagt, ja, dann werden wir uns ja nicht in die Quere kommen. Zum einen wir auch eine Bodenfunkstation haben und bei Flugbetrieb quasi die ja auch einhalten und die Fluggeräte eben Funk haben. Und das ist dann so eine Geschichte, das was dann auch in der Aufstiegsgenehmigung zum Schluss dann eben verzeichnet wird, dass alle
ULs, die bei uns fliegen, starten und landen, halt zwingend Funk haben. Aber das ist ja, ich glaube, es gibt ja gar keinen. Aber so entsteht sowas, wenn man es dann mal irgendwo liest. Genau, so entsteht es. Es wäre auch so, dass wenn wir größere oder mehrfach Flugbetrieb haben, größer 15 Bewegungen an einem Tag, was für uns als kleiner Sonderlandeplatz utopisch ist, muss man jetzt wirklich sagen, dann müsste ich der Bundeswehr Bescheid sagen. Ja, und dann lief das Ganze eine ganze Zeit lang durch. Parallel dazu hatte ich eine Baugenehmigung, also eine hochoffizielle Baugenehmigung. Jetzt wird es dann recht bayerisch, weil ich ja mit der bayerischen Baugenehmigung hat man als Flugplatzbetreiber eine Bauprivilegierung. Das heißt, man darf genehmigungsfrei auf einmal bauen. Ach was? Genehmigungsfrei mit Gänsefüßchen, weil das Luftamt und so weiter und so fort, die dürfen immer noch ihr Veto einbringen. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich baue jetzt hier ein Hotel dort oben hin, weil ich dort irgendjemand zu übernachten hätte. Aber gegen einen Hangar oder einen Windsack oder einen Tower quasi hätten die jetzt nichts. Das, also was Flugplatz betrifft, läuft dann quasi die Baugenehmigungen dann übers Luftamt als erste Instanz. Weil mir das einfach zu, ja, ich sag's mal so, ich bin immer sehr offen an meine Gemeinde rangegangen. Ich glaube, das war auch wichtig, dass ich immer mit offenen Karten gespielt habe. Was habe ich hier vor und was mache ich da wirklich? Habe ich gesagt, ich mache Stereo quasi eine hochoffizielle Baugenehmigung. Die kann ich zum Schluss dann zurücknehmen, wenn ich privilegiert wäre. Aber ihr habt, lieber Gemeinderat, ihr habt Pläne, ihr wisst, was dort oben gemacht wird und ihr könnt euren Segen dazu geben und genauso wird es gebaut. Das wurde sehr positiv aufgenommen, war dann aber im Nachgang ist es dann doch sehr negativ ausgelegt worden, weil einige Gemeinderatmitglieder dann doch gedacht haben, aufgrund der Größe sind dann drei Hallen a 12 mal 12 Meter geworden, dass man hier wirtschaftliche Belange quasi hier, also dass ich hier für teuer Geld Platz für Flugzeuge schaffe quasi oder so. Ja, das war halt dann zum Schluss so. Ne? Und dann kam so mein persönlicher Mount Everest. Jetzt muss ich so. Okay. Jetzt muss ich so. Das war jetzt wann? Jetzt sind wir schon sehr, sehr spät. Also man muss sagen, dass diese ganze Einreichung von Gutachten und bis die Bahn soweit war und das Ganze, das hat so gedauert bis 2018. Tatsächlich 2 Jahre. Ja, so 1,5 Jahre, 2, genau. Also das ist, da ist auch, auf einmal läuft da nichts mehr schnell. Also auch beim DULF dann nicht. Nichts gegen den Verband jetzt dann, aber ich denke mir, da ist der Unterschied dann schon sehr groß zu diesen ganzen Reglements und dann werden viele, viele Dinge abgefragt. Ich muss da viele Nachweise bringen, also meine Bäume wieder messen und so weiter und so fort. Und bis dann wirklich jedes Amt gesagt hat, okay, wir haben damit kein Problem, dass da ein Flugplatz entsteht, das ist dann, war dann schon wirklich lang. Und wenn dann diese Träger öffentlichen Belang durch sind, dann geht diese Frage an die örtlichen Gemeinde- und Stadträte nochmal. Und das ist, wie gesagt, war für mich, also da war wirklich der Punkt nochmal, wo ich sage, da wäre ich wirklich fast zu kurz davor gewesen, nochmal alles hinzuschmeißen, wirklich kurz vorm Ziel, weil es wirklich ganz, ganz eng wurde dann auf das Ziel geraten. Weil du musstest jetzt nochmal wieder vor den Gemeinderat. Und ja, genau. Und zwar geht es gar nicht um meinen Gemeinderat, sondern es geht um den Gemeinderat der Nachbarortschaft. Die ist 1 Kilometer nördlich von uns. Und man darf sich das so vorstellen, ich sitze mit der Familie im Wohnwagen auf dem Campingplatz an der Ostsee. Alles ist schön, super Wetter, alles klasse. Das Handy piepst, es kommt eine WhatsApp mit einem Zeitungsartikel abfotografiert drin aus irgendeiner Plattform raus. Und da tituliert die örtliche Zeitung Flugplatz Gössenheim abgelehnt. Bumm. So. Ja, genau. Und was ist wirklich passiert? Tatsächlich wird diese saloppe Frage, lieber Gemeinderat, Gemeinde X, akzeptierst du das, dass hier ein Flugplatz nach Paragraph 6 entsteht? Und dann haben die Gemeinderatsmitglieder die Schwarz-Weiß-Möglichkeit, ja und nein zu sagen. Ich war bis zu dem Zeitpunkt in jeder Gemeinde- und Stadtratssitzung, weil, das muss ich wirklich allen kommunalen Politikern wirklich hoch anrechnen, sie ja eigentlich, ohne das jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber sie haben ja im Grunde genommen keine Ahnung.
sie holen sich dann jemanden da rein, der zumindest sagen möchte, was sein Anliegen ist. Und das muss ich wirklich jeden hoch anrechnen, dass ich da wirklich eingeladen wurde. Und was hast du da überhaupt vor mit deinem Flugplatz? Außer in dieser Gemeinde. Und da war eben die Geschichte, was macht der? Der macht einen großen Flugplatz. Das wird alles ganz schlecht und ganz schlimm. Und auf einmal fliegen hier Tausende von Flugzeugen und wahnsinnig viele Flugbewegungen. Das wurde alles aufgerechnet. Und dann kam eine 5-Minuten-Entscheidung. Das wollen wir nicht. So, diese Information geht dann postwendend ans Luftamt. Und dann kommt der Punkt, wo dann der Sachverständige sagt, jetzt haben wir ein Problem. Und dann kommt auch so eine Geschichte, wie, ich muss dazu sagen, jetzt sind wir ja 2019, sowas um den Dreh, Fridays for Future. Wie sinnig ist generell der Sportflug? Ja, so leid man es auch tut, irgendwelche Verschwörungstheorien mit Chemtrails oder sonst irgendwas. Das ist tatsächlich, kommen solche Geschichten, werden aufgelegt. Es muss so gewesen sein, dass in dieser Gemeinderatssitzung das tatsächlich so zerlegt wurde. Ja, und dann eben abgeschmettert wurde. Und mein Sachbearbeiter sagte dann einfach, okay, wir haben jetzt eigentlich nur eine Möglichkeit. Wir müssen diese Aussage der Gemeinde entkräften. Und zwar können wir das eigentlich nur mit einem gerichtsfähigen Gutachten wieder. Oha. Ja, und jetzt bewegen wir uns natürlich auch in einer Größenordnung, die jetzt dann nicht mehr günstig ist. Das ist also finanziell und wo es auch nicht so viele Unternehmen gibt oder eben Gutachter, die das machen können und dürfen. Ja, und jetzt hatte ich eben das große Glück, dass bei mir bei Würzburg eben ein Unternehmen sitzt, die das machen können. Und nach einem kurzen Telefonat hatte ich ja auch einen Gutachter am Telefon, der dann mich dann so gefragt hat, naja, aber ich verstehe es jetzt nicht ganz. Also sie sind unter 5000 Flugbewegungen, sie haben lärmreduzierte Flugzeuge, wo jedes Flugzeug ja ein Lärmschutzzeugnis hat. Eigentlich müssten sie gar nichts. Und das sagt er mir auch dann so, eigentlich müssten sie das gar nicht. Und das weiß das Luftamt ja auch. Aber das Luftamt gibt eben nur die Genehmigung, wenn ich dieses Gutachten habe. Ja, und dazu hat er dann zu mir gesagt, ne, also er berechnet das mit einer Software. Aber in dieser Software gibt es keine Ultraleichts, weil die Ultraleichts zu leise sind. Für ihn ist es total uninteressant, diese zu berechnen. Also der berechnet eigentlich große Flughäfen und Jets. Richtig, und sowas. Echos und so weiter und so fort. Also er hat gesagt, Heliplätze, also Heliports werden da berechnet und so. Das ist sein Geschäft. Aber einen UL-Platz hat er bis zum heutigen Tag noch nicht berechnet. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir berechnen die Kiloklasse, also Motorsegler. Weil das Kleinste, was er berechnen kann, und die sind ja lauter wie ULs, also wir bewegen uns auf jeden Fall im richtigen Bereich. Ja, und dann wurden eben hier so ein Szenario, wird es ja errechnet, um das Gelände rum. Und es ist an allen Messpunkten absolut positiv fürs Gelände ausgefallen. Und somit wird dann quasi die Entscheidung des Gemeinderates widerlegt. Ist für mich persönlich die ungünstigste Lösung, wie man sowas lösen kann. Aber das heißt, du musst nicht den Gemeinderat umstimmen, Nein. sondern es ist tatsächlich so, dass du dafür sorgst, dass seine Meinung oder sein Beschluss ignoriert wird quasi. Oder umgedeutet oder so, ja. Ja, also er wird nie ignoriert. Das ist ganz wichtig, weil es ist ja so, dass die Bedenken der Gemeinde sind ja geäußert worden, sind ja wahrgenommen worden und ich musste den Nachweis jetzt bringen, dass ich eben hier mich in einem Reglement bewege, das verdreht und verkraftbar ist. Entkräftet ist, glaube ich, das Wort. Entkräftet, nach dem Besuch, ja, genau. Entkräftet, ja, genau. Und es ist auch ganz, ganz lustig, sage ich jetzt so, ich hatte jetzt auch dann die Möglichkeit, durch dieses Gutachten dann wieder mit diesem Bürgermeister zu sprechen und zu sagen, Mensch, warum holst du mich denn nicht einfach in diese Sitzung? Warum lässt du mich denn nicht sprechen? Natürlich, ich will meine Interessen vertreten, aber ich kann das doch zumindest mal deuten. Und wenn ihr über zweistrahlige Jets und 5000 Flugbewegungen oder 10.000 Flugbewegungen diskutiert, das ist ja utopisch. Und da sage ich einfach, ja, schade. Hat mich einen Haufen Geld gekostet. Hätte man anders haben können. Wie viel Geld, wenn ich fragen darf, musst du da dann nochmal einwerfen? Ja, das ist ein schwerer Stein gewesen. Also das sind 6.000 Euro. Ui, okay. Für 8 A4-Seiten. Also ja, klar.
aber mit vollem Sachverstand. Ja, ich bin heilfroh, dass ich es bekommen habe. Also nicht falsch verstehen, wirklich heilfroh. Und dieses Gutachten hat dann im Grunde das Luftamt dazu bewegt, dann den Beschluss trotzdem zu fassen. Ja, also dieses Gutachten wurde dann natürlich auch nochmal aufgespiegelt, der Gemeinde gegengelegt. Die hatte dann nochmal eine Zeit, quasi wieder ein Veto einzulegen oder neue Argumente zu bringen, warum sie jetzt immer noch dagegen ist. Aber sie haben dann quasi ein Schreiben aufgesetzt, dass sie das ja akzeptieren und dass es dann okay ist für sie. Und dann kam irgendwann die Genehmigung nach Paragraph 6. Ja, dann muss ich sagen, ist mal lange Zeit wieder gar nichts passiert. Also wir sind jetzt 2019 im Herbst. So um den Dreh sind wir da. Das Luftamt hat... Ja, die Irgendwas-Rätin hat noch keine Sitzung abgehalten, weil da unterschreiben dann wirklich tatsächlich hochrangige Leute. Es gibt auch ein Schreiben in meinem Ordner von der Bayerischen Staatskanzlei, eben zu dem Flugplatz ein Statement und so weiter und so fort. Also das ist schon viele, viele Posten sind da abgeklappert worden, abgefragt worden. Wie ist denn das mit der Ausstattung eigentlich? Also musstest du jetzt von Paragraph 25 auf Paragraph 6 auf einmal... was weiß ich, neue Bahnreiter installieren, Markierungen, Lampen, Funkgeräte, was weiß ich, Feuerlöscher, Rettungsmittel und so Zeug. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ja, natürlich. Ja, eben, genau. Natürlich, ja. Natürlich. Es fängt immer damit an, Paragraph 25 hat keinen Funkzwang. Das heißt, die Bodenfunkstelle gibt es quasi nicht. Es gibt auch keine Frequenz. Das heißt, ich habe ein Funkgerät, das auf den nächstgelegenen Flugplatz aufgerastert ist und das war's im Prinzip. Paragraph 6 will jetzt eine Bodenfunkstelle, die natürlich 8,33 Hertz zugelassen sein muss, Bundesnetzagentur und so weiter und so fort. Also die ist auch nicht billig, die muss aber vorhanden sein, nachgewiesen sein, die Urkunde dazu. Die Bahnmarkierung, die schreibt FIS vor, wie die auszusehen hat. Die muss natürlich da sein. Es muss auf einmal ein Fahrzeug da sein. Ich müsste dich jetzt anlügen, aber es heißt so, ich muss innerhalb von 2 Minuten überall auf dem Gelände sein mit dem kompletten Rettungsequipment. Das auch vorgeschrieben ist. Genau, das sind ein Haufen Feuerlöscher, eine Trage, ein bestimmter Verbandskasten und. Das sind wirklich viele, viele Werkzeuge, die dann auf einmal gebraucht werden. Wird dir ein Flugleiter vorgeschrieben? Der wurde am Anfang vorgeschrieben, ja. War jetzt dann die erste Amtshandlung als Paragraph 6, dass wir Fliegen ohne Flugleiter haben. Also das mit dieser beaufsichtigten Person, wie das dann so im Fachjargon dann heißt. Und dann kam die Genehmigung wann? Die Genehmigung kam im März 2020. Das ist ja gar nicht lange her. Ist deine Erwartung denn, dass du jetzt ganz viele Fremde oder Gäste oder so hast? Oder willst du eigentlich nur die Möglichkeit haben, eben zum Beispiel ein Fly-in zu machen oder so? Also die Resonanz ist natürlich wahnsinnig groß. Also allein durch diesen Artikel in der Dulf Info, wahnsinnig viele Anfragen, kann ich anfliegen, hier, da, tralala. Das muss ich natürlich selektieren. Das Ganze, auch um quasi die umliegenden Gemeinden nicht zu sehr zu strapazieren. Mir ging es eigentlich darum, für mich steht immer das Fliegen für mich, um das jetzt einfach mal egoistisch auszudrücken, im Vordergrund. Natürlich, um das Hobby zu präsentieren, nicht um damit anzugeben, sondern einfach um ein bisschen Nachwuchs auch da dran zu bringen an das ganze Thema. Und einfach auch um da zu sein, auch für die Gemeinde. Für die Gemeinde ist es ja auch nicht so unattraktiv, wenn ich hier jetzt einen funktionierenden Flugplatz habe. Ne? Das muss man ja so sagen. Ne? Ja, klar. Ihr seid aber vor Ort jetzt wie viele Nutzer? Es sind jetzt 7. 7? Mit 7 Flugzeugen auch, oder? Mit 6. Okay. Und wie viele Hallen habt ihr da jetzt stehen inzwischen? Wir haben 3 Hallen gebaut. Ah ja. 12 mal 12 Meter, also in jeder Halle sind 2 Flieger drin. Ja, das ist ja geräumig, super. Ja. 6 Nutzer aus der Umgebung quasi oder aus der näheren Umgebung. Oder ist jetzt auch schon einer dabei, der 40 Kilometer fährt? Nein, nein, das habe ich tatsächlich nicht. Das wäre ja lustig. Ja, eben. Nee, tatsächlich. Also ich habe wirklich Leute, die das Hobby ergriffen haben in dem ganzen Zuge und jetzt fertig sind. Ich habe einen, der quasi Mitglied ist, der total jetzt tief in der Schulung drin steckt, hoffentlich sich dieses Jahr noch freifliegt und so weiter und so fort. Aber ja, also
die kommen alle hier aus der näheren Umgebung. Ich würde es 20, 25 Kilometer ist, glaube ich, der weiteste. Und wenn jetzt einer unserer Hörer kommen wollte, wie stellt er das denn an? Ihr seid nach wie vor PPR, oder? Jawohl, ja, genau. Also einfach auf der Internetseite. Jetzt muss ich kurz Werbung machen. Klar, unbedingt. www.flugplatz-gössenheim.de. Gössenheim, UE und Doppel-S. Schreiben wir natürlich auch in die Shownotes, ganz klar. Super. Ansonsten gibt es uns auf Insta und auf Facebook. Und Gott sei Dank muss ich das nicht alles alleine betreiben, aber ja. Und da erreicht man immer einen von uns. Auf der Internetseite ist auch meine Handynummer. Gern per WhatsApp, per Telefon, wie auch immer. Kurz schreiben, bist du da? Gibt es auch alle Platzinformationen dann von mir. So handhabe ich das. Ja, das klingt doch super. Alles klar. Und im Prinzip freust du dich, wenn einer kommt? Natürlich. Gibt es eine Landegebühr? Ja, also es gibt ja diese obligatorische 3 €, die man irgendwo da immer verlangt bei UL-Plätzen. Ich gebe es zu, ich habe sie noch nie kassiert. Also wenn, dann hat man freiwillig was dagelassen oder nicht. Naja, komm, ich meine, ihr habt ja Aufwand, ganz klar. Ja, aber dafür ist es ja Hobby. Na, das muss man ja sagen. Ich verdiene wirklich mit einem, der landet eigentlich nichts. Ich meine, toll, dass du das durchgezogen hast, weil das ist natürlich in Deutschland, glaube ich, umso seltener noch als im Vergleich zu anderen Ländern. Insofern spannend, das zu hören. Vielen herzlichen Dank. Bitte gerne. Viel Erfolg damit. Hoffentlich passiert ganz lange nichts Schlimmes und du brauchst diese Rettungsmittel immer nur regelmäßig nach Verfallsdatum erneuern. So habe ich es vor, ja. Vielen Dank, Patrick. Alles Gute. Gerne, Thomas. Danke dir. Das war Folge 21 des Fliegermagazin-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart. Und mehr über unser Heft erfahrt ihr unter www.fliegermagazin.de/heft.